Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Falls es, wer im Verlauf dieses Videos irgendwelche seltsamen Babygeräusche geben sollte, das ist mein Sohn, der hier neben mir spielt und mich ab und zu mal begrabbelt. Deswegen muss ich mal vielleicht mal den Blick abwenden und schauen, was er da macht. Heute habe ich ein neues Kinderbuch, das ich euch vorstellen möchte, nämlich das große Ritter-Ross-Buch zum 20-jährigen Jubiläum. Das Buch ist von Jörg Hilbert und Felix Jan Loser, die in dem Buch dann nochmal ein bisschen näher vorgestellt werden. In diesem Buch ist eine CD integriert mit Liedern und einem Hörspiel und das Ganze ist aus dem Tertio Verlag. Einleitend werden die Personen der Ritter-Ross-Geschichte vorgestellt, natürlich auch Ritter Rost, aber zum Beispiel auch das Burgfräulein Bö. Ich muss sagen, dass ich zuvor noch kein einziges Ritter-Rost-Buch gelesen habe, was ich jetzt so im Nachhinein festgestellt habe, eine echte Schande ist, weil das wirklich wunderschön gemacht ist. Ihr habt hier im Endeffekt eine große Vorlesegeschichte, die in mehrere Kapitel eingeteilt ist und die werden immer wieder durch verschiedene Extras unterbrochen und die gesamte Vorlesegeschichte gibt es dann aber auch als Hörspiel auf der CD. Und neben dieser Geschichte gibt es zum Beispiel Lieder, wo ihr auch die Noten mit habt. Also wenn ihr Kinder habt, die ein Instrument spielen können, können die dann diese Lieder vielleicht sogar nachspielen. Da gibt es Spiele, Rezepte, ein Comic ist drin. Ihr habt zum Beispiel, wie eine Zeichnung in so einem Buch entsteht, ist drin erklärt. Die Ritterzeitung ist drin. Gedichte gibt es. Es gibt verschiedene Kurzgeschichten noch so zum Vorlesen. Und ein großes Wimmelbild gibt es außerdem. Und aufgrund dieser vielen, vielen verschiedenen Dinge finde ich dieses Buch wirklich, wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist kindgerecht gemacht. Es ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen, finde ich. Es ist irgendwie so zum Entdecken und Erleben, weil es gibt einfach viel zu sehen. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Und es ist auch was für die ganze Familie. Das ist nicht nur so ein Buch zum Vorlesen abends, sondern etwas, das man wirklich erleben kann, was man gemeinsam tun kann. Und das gefällt mir so, so gut an solchen Kinderbüchern. Und hier hinten drin sind dann noch aufgelistet verschiedene weitere Bücher von Ritter Rost. Hier hinten. Und zwar haben wir zum Beispiel Ritter Rost und das Gespenst. Oder Ritter Rost macht Urlaub. Oder dann haben wir so verschiedene, ja, wie Bastel- und Rätselbücher. Oder was gibt es hier noch? Das Ritter Rost Mitmachbuch. Eine vergnügte, rostige Wintergeschichte. Ist ein Bilderbuch zum Beispiel. Also richtig, richtig tolle Sachen. Und ich werde mal schauen, dass ich davon noch ein bisschen was anderes lese, weil das gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut, was ich bisher so in diesem Buch gesehen habe. Also ich wurde durch dieses große Ritter-Rost-Buch eigentlich jetzt so ein bisschen so ein Fan von Ritter-Rost. Und ich denke, wenn mein Sohn dann alt genug wird sein, ja, wirst du dann auch ein Fan von Ritter-Rost? Ja, das ist Mamis Buch hier unten. Nee. Also der will immer meine Bücher haben, deswegen hat er mittlerweile eigene Bücher. Hier, das kannst du haben. Okay? Genau. Und ja, anlässlich dieses 20-jährigen Jubiläums verlose ich dieses große Ritter-Rost-Buch. Ich habe also noch ein zweites und das möchte ich gerne unter euch verlosen. Und zwar startet diese Verlosung natürlich heute und endet am 13.04. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht nochmal hier unten in der Infobox. Ihr solltet natürlich Abonnent meines Kanals sein, weil es auch irgendwie so ein Dankeschön an meine Abonnenten ist. Und ihr solltet mir einfach einen Kommentar schreiben mit euren liebsten Kinderbüchern, die ihr selber als Kind gemocht habt oder die jetzt eure Kinder mögen. Das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube, ich muss jetzt hier unten mit jemandem spielen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!